Ja, Leute, beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass der Ton wirklich ab und an ziemlich schlecht ist. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen entstanden. Und falls ihr Ideen habt, wie ich den Ton verbessern kann oder vielleicht noch im Nachhinein das Rauschen minimieren kann, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin's, euer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaut habt. Ja Leute, heute gibt es ein sehr, sehr emotionales Video. Ich zeige euch, wo ich 20 Jahre gewohnt habe. Und mit ein paar Geschichten. Und lasst einen Like da und abonniert meinen Kanal. Übrigens, der Kameramann ist heute mein Cousin wieder, der Max. Und ja. Ein paar Informationen über Silbenstein. Silbenstein hat circa eine Fläche von 9,09 Quadratkilometer und liegt auf einer Seehöhe von 348 Meter. Einwohner hat Silbenstein knapp 1400, also eher so ein kleines Dorf oder Ortschaft, wie man es nennen mag. Im Vergleich dazu, mein jetziger Wohnort in Wiener Neustadt hat so um die 50.000 Einwohner. Und dann gibt es noch Leute, die was einen Zweitwohnsitz besitzen. Das sind ca. 500 Leute, die kommen eben aus der Umgebung von Wien. Und ja Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Die erste Station ist das Haus. Leider darf ich nicht nach links filmen, denn da ist ein Haus, da habe ich 14 Jahre drin gewohnt bzw. gelebt, da bin ich aufgewachsen. Leider mussten wir es dann verkaufen, ich liebe das Haus noch immer. Mein Ziel ist, irgendwann mal das Haus zurückzukaufen, egal in welchem Zustand, vielleicht auch egal für wie viel Geld. Aber Leute, hier hat alles angefangen. Hier ist ein legendärer Bach. Da habe ich einige Fußbälle verschossen. Denn ich habe früher im Garten immer Fußball gespielt. Und ab und zu ist leider auch der ein oder andere Ball in diesem Bach gelandet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich darf gar nicht viel nach rechts schauen, weil sonst muss ich zum Weinen beginnen. Auch Hömmerl wird ein bisschen emotional bei ein paar Dingen. Und ja, ich habe in diesem Haus viel erlebt, viele schöne Dinge. Und wie gesagt, ich würde es gern zurückhaben, aber jetzt kommen wir auch mal zur Geschichte auf diesem Bach. Es gab in Silbenstein das allererste Bad. Also hier, da können wir mal kurz rüber gehen. Übrigens, heute wieder mein Kameramann, der Max, der war auch schon beim Kochvideo dabei. Lasst ein Like für ihn da. Er probiert, so gut es geht, die besten Aufnahmen für euch auf Kamera aufzuzeichnen. Und ja, hier sieht man zum Beispiel das erste Bad, das Silbensteiner Flussbad, so hat das ausgesehen. Da war ich auch nicht auf der Welt, denn das wurde 1905 eben, ja, aufgebaut und war bis 1945 in Betrieb. Hier haben wir ein paar Fotos. Was ich so weiß, anhand von der Zeichnung, dass man früher immer getrennt war beim Baden. Sprich, man hatte hier ein Damenabteil und ein Herrenabteil zum Baden gehen. Hier eben noch ein Kinderbecken für Jungs und hier ein Kinderbecken für Mädchen. Und hier sieht man eben die einzelnen Fotos. Ja Leute, jetzt geht's weiter. Übrigens, da hinten sieht man wunderschön die Burg. Und jetzt geht's weiter zur nächsten Stelle, beziehungsweise Stelle, zum nächsten Meilenstein. Und zwar, da gibt's dann noch einen kleinen Hermann Real Talk und ich würde sagen, let's go. Ja Leute, hier war ich im Kindergarten
4 Jahre lang oder 5. Keine Ahnung. Und da, wie gesagt, gibt es eine Hör mal Real Talk Story. Ich war im Kindergarten und keine Ahnung, was mich geritten hat, aber ich bin einfach, weil ich nicht mehr mochte, mit die Hausschuhe hier entlang gegangen und dann einmal, also hier entlang gegangen und nach Hause. Von meinem Haus, beziehungsweise meinem Haus, wo ich gewohnt habe, bis zum Kindergarten ist es nicht weit und ich als 4-5-jähriger Bursche haben mir gedacht, ja, Kindergarten ist es zu langweilig, ich gehe nach Hause mit die Hausschuhe. Ja. Gut, zu Hause angekommen, was war dann? Ja, meine Mama hat mich wieder in den Kindergarten geworfen. Aber das war nur so ein kurzer Real Talk und ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter. Wir fahren nicht, sondern wir gehen weiter. 4 Jahre lang und hab da einiges gelernt. Ja, Schule muss man lernen. Hier ist eben der Turnsaal und ja, da war ich eben in der Volksschule. Da oben gibt es eine wunderschöne Terrasse, da kann man wirklich schön über Sebenstein sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen nach vorne. Ja Leute, hier sind wir beim Eingang der Volksschule. Was soll ich euch dazu erzählen? Es war für mich eine ja, nicht so gute Zeit in der Volksschule, weil ich früher als Kind eben gemobbt wurde und dann hat meine Mutter entschieden, dass ich eben nur bis zur 3. Klasse hier in der Volksschule bleibe und dann ging es weiter in eine andere Schule. Und jetzt habe ich sogar noch eine Idee bzw. eine Frage an euch Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr meinen ganzen Werdeweg sehen wollt, in welche Schule es dann weiterging, vielleicht welchen Beruf ich erlernt habe, wo ich zum Beispiel, wir können das auch so machen, bei welchen Vereinen ich gespielt habe. Kein Problem, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, da war ich 3 Jahre, da habe ich Rechnen, Schreiben und keine Ahnung was gelernt. Aber auf jeden Fall, hier war ich in der Schule, da vorne war ich im Kindergarten und jetzt geht's weiter zur nächsten Station. Ja Leute, hier befinden wir uns am Teich. Ich weiß nicht wegen dem Wasser, ob man mich so gut hören kann, aber auf jeden Fall wunderschön. Aber ein kleiner Tipp, wenn im Winter kommt zur Adventmeile, ist alles wunderschön beleuchtet, im ganzen Park. Und es ist wirklich weihnachtlich und wirklich eine schöne Adventmeile, beziehungsweise wirklich sehr, sehr schön. Ja, wenn man natürlich in Sebenstein wohnt, dann ist man vielleicht ein bisschen angefressen, sag ich mal, auf die Leute, die was alle nach Sebenstein kommen, nur um diese wunderschöne Adventmeile zu sehen. Ganz Sebenstein ist vollgeparkt, jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob es heuer auch so ist, aber schaut mal vorbei bei der Sebensteiner Adventmeile. Wirklich wunderschön und ja, da ist alles beleuchtet. Alles im ganzen Park und ich würde sagen, ja, gehen wir zur nächsten Stelle.
Ja, Leute, jetzt, ihr seht, jetzt kommt die Sonne raus. Leider habe ich die meisten Sachen gedreht, wo es noch bewölkt war. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte gerne einen Like da, abonniert meinen Kanal, teilt es euren Freunden, zeigt es eurer Oma, Opa, Tante, Schwager, allen möglichen, damit die Hörmal-Army weiter wächst. Und ja, ich habe euch heute ein paar Geschichten erzählt, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe 20 Jahre hier gelebt. Es ist immer wieder schön zurückzukommen. Es ist nicht weit, aber ab und zu fehlt mir auch die Zeit, dass ich eben, ja, jetzt mal auf die Burg raufgehe und so. Aber Leute, wie gesagt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und zeigt das euren Freunden. Und hör mal on air, jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Samstag ab 16 Uhr. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Donnerstag beim Livestream. Und ich würde sagen, ciao.